Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. O Tannenbaum, was Sie bislang noch nicht über Ihren Christbaum wussten. Ice Ice Baby, welche Pflichten mit dem ersten Schnee wieder auf Sie zukommen. Und ein ehrenwertes Haus, wie aus einem denkmalgeschützten Gebäude ein modernes Eigenheim wird. Und mit dieser bunten Hitparade herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Wie Sie sehen, unser Studio ist schon auf die Adventszeit eingestimmt und auch Sie, liebe Zuschauer, wollen wir mit dem ersten Beitrag gleich richtig in Weihnachtsstimmung bringen. In Deutschland werden pro Jahr rund 24 Millionen und in Österreich knapp 3 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. Jeder Weihnachtsbaum ist einzigartig und das nicht nur beim Schmuck. Wir zeigen Ihnen, welches die beliebtesten Baumarten sind und wie Sie möglichst lange Freude an Ihrem Weihnachtsbaum haben. Auf den ersten Blick unterscheiden sie sich kaum, vor allem wenn wie jetzt der erste Schnee auf den Tannenspitzen liegt. Doch jeder Christbaum ist einzigartig und auch die Tannenarten unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Als beliebtester Christbaum gilt seit Jahren die Nordmanntanne. Also die Nordmanntanne ist eigentlich so der Klassiker, die erkennt man der langen, dicken, dunkelgrünen Nadel. Sie hat etwas breitere Nadel wie die Fichten und sie sticht vor allem nicht. Das ist so das Hauptmerkmal von der Nordmanntanne. Auch beliebt die Blaufichte. Sie bringt zu 50% bläulich und zu 50% grünlich gefärbte Bäume hervor. Also die Blaufichte hat nach wie vor doch einen sehr großen Marktanteil, vor allem auch im süddeutschen Gebiet. Sie zeichnet sich durch einen intensiven Geruch in der Wohnung aus, was wir bei der Nordmanntanne zum Beispiel jetzt nicht haben. Beim Schmücken der Blaufichte sollten übrigens besser Handschuhe getragen werden, da die Nadeln pieksen. Genau wie bei der Rotfichte, der Mutter aller Christbäume. Also die Rotfichte ist eigentlich dieser ursprüngliche Weihnachtsbaum, wie er eigentlich bis Mitte der 1970er Jahre in jeder Stube Einzug fand. Und wurde eben dann damals in den 70er, 80er Jahren durch die Nordmanntanne verdrängt. Die Rotfichte zeichnet sich durch einen etwas günstigeren Preis aus. Sie nadelt natürlich in der Wohnung etwas schneller als die Tannenarten. Sie piekst auch etwas. Von daher ist die Rotfichte ideal geeignet als Zweitbaum auf dem Balkon oder Terrasse. Last but not least gehört die Nobilis-Tanne zu den beliebtesten Christbäumen. Sie sticht nicht und hat eine ähnlich gute Haltbarkeit wie die Nordmanntanne. Nobilis zeichnet sich durch einen etwas offeneren Wuchs aus und somit ist die Nobilis ein idealer Baum, wenn man mit echten Kerzen am Baum arbeiten möchte. Weil einfach die Etagen etwas weiter auseinander sind und der Baum nicht so dicht wächst wie die Nordmanntanne. Etwa 8 bis 9 Jahre muss so eine kleine Tanne gepflegt werden und wachsen, bis sie mit einer Größe von rund 2,50 Meter als Christbaum in unseren Wohnzimmern steht. Wer diesen Anblick möglichst lange genießen will, sollte seinen Baum bei einem regionalen Produzenten kaufen und dort frisch schlagen lassen. Bäume aus dem Einkaufszentrum oder dem Baumarkt haben meist lange Transportwege hinter sich, was die Haltbarkeit einschränken kann. Wer dann noch ein paar Pflegetipps beachtet, hält seinen Christbaum lange frisch und grün. Den Baum im Ständer wässern, nicht zu viel heizen, nicht direkt an die Heizung stellen. Und man kann ihn dann auch noch eventuell mit Wasser leicht besprühen, dass er über die Nadeln auch noch Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das wären eigentlich so die wichtigsten Pflegetipps. Man muss da immer denken, der Baum ist ein Naturprodukt, ähnlich wie Schnittblumen. Sie brauchen eine gewisse Pflege, damit man lange Freude an dem Christbaum hat. Ach ja, nicht nur der Christbaum hat eine lange Tradition zur Weihnachtszeit. Ein weiterer Brauch ist bei vielen immer noch sehr beliebt. Ich habe hier einen Mistelzweig in der Hand. Das ist eine urschwäbische Tradition, dass man sich in der Weihnachtszeit einen Mistelzweig über die Haustüre hängt. Das soll Glück ins Haus bringen und man sagt auch, wenn ein Mistelzweig über der Türe hängt, dann darf man die Hausdame küssen. Also beim diesjährigen Christbaumkauf am besten auch noch einen Mistelzweig mitnehmen.
Dann wird Weihnachten ganz sicher zum Fest der Liebe. Und hier noch ein kleiner Nachtrag zum Mistelzweig. Man sagt, dass es Paaren Glück bringt, sich unter diesen Zweigen zu küssen. Wenn eine Frau unter diesem Zweig steht, darf sie einen Kuss nicht ablehnen. Und wenn eine Frau unter dem Mistelzweig steht und nicht geküsst wird, dann wird sie auch im nächsten Jahr nicht heiraten. Bleibt nur die Frage, was passiert, wenn uns Männer unter diesem Zweig niemand küsst. Warten wir mal ab, was passiert. Wir machen jetzt eine kleine Pause, sehen uns dann gleich wieder, unter anderem mit dem Thema Schneeschippen. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Planerküchen machen Freude. Erleben Sie pure Leidenschaft in Ravensburg, Jahnstraße 48. Planerküchen. Funktioniert nicht immer. Modisch oder zeitlos? Aktuell oder elegant? Entdecken Sie die Vielfalt an Farben und Formen. Fliesenstele in Friedrichshafen. Fliesen-stele.de. Wir sind Einrichtungsberater. Kaffeetafeldekorateure. Besteckexperten. Atmosphärenzauberer. Tischauffrischer. Frühstückstischbestücker. Herzschlagbeschleuniger. Blechbeauftragte. Wir sind Ihr Fachhändler. Wir sind Grossmann. Besuchen Sie uns in Friedrichshafen unter Raderach und lassen Sie sich inspirieren. Sicherheit, Geborgenheit, Zufriedenheit. All das können Fenster und Türen in Ihrem Haus bieten. Und das sieht auch gut aus, denn Fenster sind die Augen eines Hauses. Wir beraten Sie gern in unserer Ausstellung. Schäfer Fenster und Türen aus Markdorf. Informieren Sie sich jetzt unter www.schäfer-markdorf.de. Firmengruppe Burg ist Kunst. Wachstum. Kreislauf. Sportlichkeit. Perfektion. Die Firmengruppe Burg ist Handwerk made in Oberschwaben. Digitales Fernsehen muss immer verfügbar sein. Mir sind spannende Inhalte ohne Störungen wichtig. Größer, schneller, bunter, höher auflösen. Ich will Sendungen sehen, wann ich will. Freuen Sie sich auf digitales Privatfernsehen in Baden-Württemberg. In bester Bildqualität. Egal zu welcher Uhrzeit. Zu Hause oder unterwegs. Per Sat, Kabel und Netz. Eine Initiative der Regio TV Sendergruppe. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Eine alte Immobilie am Leben zu erhalten, ist aufwendig und nicht günstig. Wer dem Charme eines denkmalgeschützten Hauses erliegt, kann aber auch zahlreiche Förderprogramme des Staates in Anspruch nehmen. Trotz der gesetzlichen Rahmenbedingungen bleibt viel Raum für individuelle Wünsche. Denkmalgeschützte Immobilien sollen den Charakter einer Gemeinde erhalten. Meist sind es Gebäude, die Baukunst auf besondere Art widerspiegeln. Sie prägen das Stadtbild und sind daher besonders wertvoll. Hier wahrt man Geschichte und tut Kultur und Historie einfach erhalten.
Die Investition in Wohnraum gilt als sichere und beliebte Altersvorsorge. Eine denkmalgeschützte Immobilie mit hohem Renditepotenzial ist dabei sehr begehrt. Nicht zuletzt, weil sie im Wert steigen kann. Entscheidet man sich für den Kauf einer denkmalgeschützten Immobilie, kann man fast immer mit besonderen Förderungen rechnen, vorausgesetzt die Denkmalauflagen werden beachtet. Ebenso lässt sich der Charme eines alten Gebäudes im Vergleich zu einem Neubau oft nicht verleugnen. Ich sage immer, wenn jemand einen Neubau kaufen möchte, dann ist er ja falsch aufgehoben. Dafür haben sie den gewissen Flair von der Vergangenheit drin. Das heißt, sie haben natürlich auch mal alte Balken irgendwo. Wir versuchen auch alte Dielenböden aufzubereiten, alte Türblätter mit enger Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt. Bevor ein denkmalgeschütztes Haus bezogen werden kann, muss das Gebäude auf Altlasten und Brandschutz untersucht werden. Bis am Ende alles fertiggestellt ist, können im Schnitt 2 bis 4 Jahre vergehen. Wer dem Charme eines solchen Eigenheims erliegt, muss das Potenzial bereits während der Sanierungsphase erkennen. Man kommt dann in eine Wohnung und kauft diese Wohnung zwar in diesem Zustand, aber bekommt dann eine Wohnung in einem modernen, wie auch nach energetischen Aspekten ausgerichteten, nach heutigen Aspekten natürlich eine perfekte Wohnung. Neben dem historischen und kulturellen Wert besitzt eine denkmalgeschützte Immobilie außerdem einen guten Investitionswert. Der interessanteste Vorteil liegt dabei in der möglichen Steuerersparnis. Wir haben hier die Möglichkeit, die ersten 8 Jahre 9% abzuschreiben von dem Sanierungsanteil und von den Jahren 9 bis 12 können wir 7% abschreiben. Und das Ganze, den Steuervorteil, den können wir nachher eigentlich nutzen als Tilgungsturbo, sage ich mal. Also wir können damit gerne Sondertilgungen noch ausnutzen über die Finanzierungsdauer oder auch fürs Rücklagenkonto verwenden. Ebenso bietet die KfW einen Förderbaustein mit dem Namen Energetisch Sanieren. Zudem sind ein Kredit mit einem Zins von 0,75% sowie ein Tilgungszuschuss möglich, um Geschichte und Kultur möglichst lange zu erhalten. Der Winter ist nun in vielen Bereichen unseres Sendegebiets endgültig da. Mit dem ersten Schnee kommt auch eine Aufgabe auf uns zu, auf die wir oft überhaupt keine Lust haben, das Schneeschippen. Und neben der körperlichen Anstrengung gilt es auch noch, zahlreiche Pflichten zu beachten. Wer im Winter schon mal Schnee geschippt hat, weiß, wie unendlich einem diese Arbeit vorkommt. Aber wenn es darum geht, Schnee und Eis vor der eigenen Haustür zu räumen, gibt es feste Regeln. Der Gehweg direkt vor dem Grundstück muss werktags täglich zwischen 7 und 20 Uhr und sonntags zwischen 8 und 20 Uhr geräumt werden. In besonderen Fällen gibt es Ausnahmen. Es gilt auch hier der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Das heißt, wenn es den ganzen Tag schneit, dann muss ich natürlich warten, bis es wieder aufhört zu schneien, weil ansonsten müsste ich ja ständig schippen. Und das kann natürlich nicht gewollt sein, sondern ich kann warten, wenn es aufhört, dann muss ich wieder räumen. Der Gehweg muss so geräumt sein, dass 2 Personen aneinander vorbeigehen können. Doch was passiert, wenn trotzdem jemand vor meinem Grundstück stürzt? Wenn natürlich jemand ausrutscht, wenn sie geschippt haben und gestreut haben, dann ist es halt so passiert und haben sie ja keine Pflicht verletzt. Wenn sie natürlich das nicht gemacht haben, dann haften sie auch für die körperlichen Schäden. Experten empfehlen daher unbedingt, die Wege zu räumen. Diese Pflicht hebt sich übrigens auch nicht auf, wenn die Grundstückseigentümer verreist sind. Sie sind von der Pflicht nicht befreit. Sie müssen dann schauen, dass Sie dann entsprechende Nachbarn oder einen Räumdienst beauftragen, der dann dieser Pflicht nachkommt. Weil Sie haften ja auch dafür, wenn jemand dann praktisch hinfällt und sich dann was bricht, dann sind Sie auch zum Schadenersatz verpflichtet, wenn Sie nicht geräumt haben. Egal, ob Sie da sind oder nicht. Autos dürfen, wenn sie stehen, eingeschneit sein, der Gehweg nicht. Also auch wenn es keinen großen Spaß macht, Schnee zu schippen, für Sicherheit und Geldbeutel lohnt es sich in jedem Fall. Ob Sie es glauben oder nicht, in Österreich gibt es noch mehr Pflichten wie in Deutschland. Aus diesem Grund senden wir kommende Woche ein Interview unseres Kollegen Matthias Kasserola von Ländler TV. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und viel Spaß beim Schneeschippen. Tschüss.
Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.